Vielfalt ist sowieso etwas, was mich immer wieder bewegt. Vielfalt mit verschiedenen Menschengruppierungen oder Vielfalt mit verschiedenen Musikstilen oder Vielfalt mit verschiedenen Pfeifenformen, Materialien, Alter. Und das können zu vereinheitlichen und das können unter einem Dach quasi in einer Orgellandschaft präsentieren, ist so etwas wie der Ballenberg für Orgeln, der hier entsteht. Das ist natürlich eine Vision einerseits und andererseits auch ein grosser Wunsch. Luzern. Seit dem Bau der Teufelsbrücke ein wichtiger Handelsknotenpunkt. Durch die Verbindung in Süden. Und auch ein kulturelles Zentrum. Anfangs vom 8. Jahrhundert ist der Hof als Benediktinerkloster gegründet worden und damit der Ursprung der Stadt Luzern. Im Jahr 850 kommt der Hof in Besitz vom Kloster Murbach im Elsass, eines der mächtigsten Klöster der Romanik. Die Verbindung von Luzern mit Murbach hat bis heute noch als Städtepartnerschaft. Die Gründung der Stadt Luzern war um 1240 zu der Zeit, in der Rudolf I. Graf von Habsburg im Aargau wird. Damit fängt der Aufstieg von einer Familie an, wo Luzern, die Schweiz und Europa fast 800 Jahre massgebend beeinflussen tut. So lange hat es aber nicht gedauert, bis Wolfgang Sieber seine Idee für ein Echowerk in der Hofkirche konnte umgesetzt werden. Mit der Gründung des Vereins Pro Echowerk im Juli 2010 hat die konkrete Planung angefangen. Und im Januar 2015 ist der Bau des Echowerks losgegangen. Mit viel Herzblut wird gearbeitet, um das Werk zu realisieren. Architekt, Zeichner, Orgelbauer, Schreiner, Pfeifenmacher, Elektriker und viele andere sind daran beteiligt. Ja, er ist mit dem Anspruch gekommen, dass es etwas ganz Spezielles sein soll, wo alle Leute, die es sehen, finden, das sei etwas Tolles. Dass die Vision, wie es klingen soll, auch realisiert werden. Dass die verschiedenen Zeiten und Epochen miteinander korrespondieren und zu einer Überraschung führen. Dass ich versuchen kann, mit den verschiedenen Kommissionen und verschiedenen Gremien so umzugehen, dass einfach den anderen nicht den Kopf einschlägt, sondern alle strahlen, wenn es fertig ist. Im jetzigen Projekt, bei diesem Echowerk, schaut man das historische Pfeifenmaterial, das ja jetzt während, wie viel ist das, 30 Jahre auf dem Estrich eingelagert war, schaut man wieder in Funktion setzen. Also man macht aus dem historischen Pfeifenmaterial, schaut man quasi, dass die grosse Hoforgel wieder ergänzen mit den Pfeifen, die man damals bei dieser neuen Konzeption einfach nicht gebraucht hat. Das sind sehr wertvolle historische Pfeifen und hat die darum eben eingelagert. Und jetzt tut man das wieder zum Leben erwecken und das ist natürlich eine ganz tolle Aufgabe. Am Anfang vom Schisma 1378, wo die katholische Welt in zwei Teile spaltet, wird zum ersten Mal ein Orgelpfründ im Hof erwähnt. Und schon 1412 ist ein Organist schriftlich beleidigt. Während dem Konzil von Konstanz, wo der grosse Kirchenstreit beigelegt wird, besucht der Kaiser Sigismund I. Luzern. Bilder davon zu sehen sind in der Chronik vom Luzerner Diebold Schilling. In den 120 Jahren nachher werden vier verschiedene Orgeln gebaut. Und das Kloster wird 1455 in ein Chorherrenstift umgewandelt. Wo der päpstliche Legat 1479 in Luzern residiert, kürt er die Hofkirche zu seiner Kathedrale. Und gerade zwei Orgeln begleiten seine Gottesdienste.
Wie die Orgeln ausgesehen haben und wie sie getönt haben, das ist uns heute nicht bekannt. Bei der Firma Orgelbau Kuhn aber werden neue Klangcharaktere wie Euphonium, Sousaphon, Alphorn, Bettruf und Sennenschauen entwickelt, die die Register vom 19. Jahrhundert ergänzen. In der Werkstatt werden die Pfeifen nur insofern vorbereitet, dass sie alle einen gesunden Ton geben. Ich spreche da gern von der klanglichen Mitte. Also man spricht auch bei Menschen davon, dass sie irgendwo ihre Mitte finden müssen und dann funktioniert das gut. Bei Pfeifen ist das, glaube ich, ähnlich. Ein so ein gewaltiges Werk entsteht nicht nur in der Werkstatt. Im Hintergrund müssen Bewilligungen eingeholt werden. Es müssen aber auch denkmalpflegerische Vorgaben beachtet und viele Parteien zu einem gemeinsamen Ziel zusammengebracht werden. Bis zur Französischen Revolution war die Stadt Eigentümer von der Kirche und Träger der Kirche. Nach der Französischen Revolution gab es eine lange Diskussion, wem gehört jetzt die Kirche. Und das ist erst bei der Gründung der Kirchengemeinde Luzern 1874 ist klar gewesen, die Kirche gehört in Zukunft zur Kirchengemeinde und zum Stift. Aber man hat damals noch nicht entschieden, wie es genauer aufgeteilt ist. Das ist erst 1940 beim Grundbucheintrag der Fall gewesen. Eigentlich ist das direkt dann bewilligungstechnisch zwischen den Orgelfreund bzw. dem Verein Echowerk und der Denkmalpflege gelaufen. Also wir mussten uns mal einigen intern, wo es überhaupt stehen kann. Und nachher hat die Denkmalpflege Stellung genommen dazu, geht das in dem historischen Kirchenraum oder geht es nicht. Und dort hatte ich natürlich auf der einen Seite Verständnis für die denkmalpflegerischen Anliegen. Die sind meine Anliegen auch. Meine Anliegen sind aber auch, und das betrifft ein bisschen ganz Kirchenstadt Luzern, dass man muss Entwicklungen und Veränderungen möglich machen, auch in so heiligen Räumen, wie das die Hofkirche ist. Luzern war schon immer eine katholische Stadt und in der Renaissance berühmt für seine Osterspiele. 1583 inszeniert das Multitalent Reinhard Zisat auf dem Weihplatz Theater, das 24 Stunden dauert, mit 300 Rollen. 1633 hat die Hofkirche gebrannt. Das Feuer hat auch die vier Orgeln zerstört. In der Zeit nachher, wo die Hofkirche neu entsteht, baut Johann Christian Pfleger das Regal, das heute noch in Zwillisau aufbewahrt ist. Der Rembrandt malt seine Nachtwache, der Galileo Galilei veröffentlicht seine Discorsi und in Venedig stirbt der Claudio Monteverdi. 1640 wird Johann Geisler von Salzburg vertraglich zum Bau einer neuen Orgel verpflichtet. 1651, fünf Jahre nachdem die Hofkirche fertig gebaut ist, spielt im Geisler seinen Sohn Hans Ulrich an seiner eigenen Primiz diese Orgel zum ersten Mal. 10'000 Gulden hat sie mit ihren 48 Register und über 2'800 Pfeifen gekostet. Auch das neue Echowerk musste finanziert werden. Mehrere Mitglieder der Verein Orgelfreund und Pro Echowerk haben durch ihre jahrelange Arbeit das nötige Geld zusammengebracht. Also zuerst ist natürlich eine grosse Liste entstanden, oder, mit mehreren hundert potenziellen Geldgebern. Darunter sind Stiftungen, darunter sind Private, darunter sind Leute, die wissen, dass sie Affinität zur Musik haben, speziell zur Orgel. Und die Liste sind wir abarbeiten und haben uns die verschiedenen Adressen zugeteilt. Und dann ist man da mit Anschreiben, mit Telefonieren, ist man an die Zielgruppe gegangen. Es wird gedreht, die erachtet das für richtig und wichtig. Das war die Aussage auch gewesen mit einem Argumentarium, warum gibt es das Echowerk. Und wir haben also keine Absage von diesen Angefragten. Das hat schon bedeutet, dass für uns das wahrscheinlich eben auf eine gute Startbahn kann, das Projekt. Und erst dann haben wir, eben, was der Hugo Wirsch jetzt gesagt hat,
immer systematisch von Leuten suchen, die uns unterstützen würden. Wir haben das Glück gehabt, von einer Stiftung, der wir freundschaftlich verbunden sind, als erstes 300'000 Franken überzukommen. Das war natürlich ein unglaublich schöner Paukenschlag für uns, oder? Dass wir gewusst haben, es kommt an. Es ist der grösste Betrag zwar geblieben, aber immerhin hat es eine Reihe von sechsstelligen Zuwendungen gegeben. Und das braucht man ja, also die erste. Über die Hälfte ist mit sechsstelligen Beträgen zusammengekommen. Eine Frau oder ein älterer Mann, der einfach 20 Franken will, will auch etwas beitragen, halte für mindestens so einen wichtigen Beitrag, wie man eben von einer potenten Stiftung einen sechsstelligen Betrag bekommt. Und das finde ich ganz wichtig. Es sind jetzt, auch gerade jetzt neuestens wieder Zahlungen eingegangen, wo sind 5x20 dabei. Und das eben berührt mich immer auch stark. Heisst auch, das ist eben unser Echowerk. Also sie stehen auch mit dem Beitrag zum Echowerk. Und es ist nicht einfach im von Wolfgang Sieber irgendein so ein Floh, ein grosser, tönender Floh, oder? Sondern es ist ein wichtiges Instrument, das hier entstanden ist. Was für mich wichtig erscheint, was ja in der Orgel oder in der Geschichte der Orgel nicht immer der Fall war, ist, dass die Musik willkommen ist in diesen Kirchen. Das hat sich wesentlich verändert, auch seit dem letzten Konzil. Ich glaube sogar der deutsche Papst, wie hat er geheißen? Der Benedikt, oder? Er hat das wieder wirklich, wie soll man dem sagen, legalisiert, als die Orgel wieder seinen Platz hat, die Orgelmusik seinen Platz hat. Und ich hoffe, dass sehr stark die Musik wieder genutzt wird während der Gottesdienst. Die Architektur des Orgelprospekts und des Rückpositiv stellen den Charakter einer Orgel visuell dar. So hat der Architekt Andi Reber und der Orgeldesigner Claude Lardo im Gehäuse des Echowerk ganz eine besondere Symbolik gegeben. Ja, vor allem war es schwer genug. Ja, ich sehe es nicht. Ich weiß es nicht. Der Wolfgang Sieber hat mir die Partituren geschickt. Und dann habe ich die mal ein bisschen studiert und angeschaut. Wir haben auch in verschiedenen Gesprächen noch gesagt, wie tun wir sie eigentlich übertragen und abnehmen. Welche Noten tun wir hier aufführen. Und ich habe dann einfach versucht, ich musste mich zu mir einarbeiten. Ich habe ja gewusst, dass es etwas Räumliches daraus geben muss. Ich kann nicht einfach nur Punkte machen, sondern ich muss Linien haben. Und dann habe ich einfach die Noten, zum Beispiel jetzt eben halbe Noten rot, Viertelnoten grün und so, verschiedene Farben gegeben. Und das hat eine Struktur gegeben nachher. Und dann aufgrund von dem habe ich nachher die Zwischenräume an diesen Flächen zugeordnet, auf diesen verschiedenen Ebenen. Und das hat dann nachher das räumliche Gebilde gegeben, indem ich noch die einzelnen Noten noch mit den Ahorn, Holzstäben von 5x3 cm für die einzelnen Notentrennungen. Und nachher für den Takt ist es dann nachher 4 cm breit gewesen. Das gibt eine ganz feine Struktur drin, wo man sieht, wie das durchläuft. Und dann ist es auch noch, so gesehen, so immer zwei Seiten von dem Gebilde sind in einer Partitur zugeordnet. Und dann hat das auch noch ist noch wichtig für mich, dass die Ecke hier, das sehen wir vielleicht hier noch gut, dass die Ecke eine Art weichen Ecke ist, sagen wir mal. Also dass man spürt, dass das hier rundherum läuft, im Gegensatz zum anderen Ecken, wo dann nachher die Stäbe so senkrecht rauslaufen. Und durch das einfach ein End gibt. Also man sieht noch den dicken Stab und dann jetzt hier wieder den dicken Stab und dann nachher, das ist eben nur der halbe Takt und die andere Hälfte ist noch auf der anderen Seite. Darum hat auch die Ecke müssen speziell gestalten. Ja, wie das so mal läuft. Ne? Der Leonti Meyer von Schauensee hat 1760 die ersten weltlichen Konzerte auf der Orgel vom Geisler inszeniert. Von hier an wird die Luzerner Hoforgel für viele der Inbegriff von neuer Orgelmusik.
So spielt 1811 der Karl Maria von Weber sogar auf. 1842 wird die Walpenorgel eingebaut. 1847 besucht Felix Mendelssohn Bartholdy die Hofkirche, um ermalt zu sein in seinem Aquarellpanorama. Und als Krönung baut Friedrich Haas die neue grosse Hoforgel mit 70 Registern, einem Fernwerk im Estrich und der einzigen heute noch erhaltenen Regenmaschine. Es entsteht die längste und schwerste Orgelpfeife der Welt. Sie ist 10,7 Meter lang und fast 400 Kilo schwer. Seit der Einweihung 1862 gibt es die heute noch berühmten Orgelgewitterkonzerte. Mark Twain hat 1878 dazu geschrieben: «Unterdessen tost und kracht und donnert die grosse Orgel dahin und tut, was sie nur kann, um zu beweisen, dass sie die grösste und lauteste Orgel Europas ist.» Jetzt, wo das vollendete Echowerk die grosse Hoforgel um eine Dimension und auf über 7'500 Pfeifen erweitert hat, freuen sich alle Beteiligten auf ihren ersten grossen Auftritt. Generell ist ja die Orgelmusik eher traditionell. Das darf sie sein. Mit dem neuen Echowerk wird aber die Hoforgel eine Grenze können sprengen und die Orgelmusik wird neu bereichert und erweitert. Wolfgang Sieber hat uns die Möglichkeit hier in Luzern gegeben und ich bin überzeugt, ihm persönlich wird es gelingen, die Grenzen explizit zu sprengen und das Spektrum der Orgelmusik zu erweitern. Und ich glaube natürlich, dass gerade jetzt mit dieser Erweiterung, wo wir man darf fast sagen, ein Prunkstück der Orgelmusik neu in Luzern können und dürfen präsentieren, wird natürlich schon eine Erweiterung auch als kulturellen Hotspot möglich sein. Und ich glaube, ganz Luzern darf auf die neue Dimension dieser Hoforgel sehr stolz sein. Gut. Also, ich tue noch von vorne, gell? Von vorne, okay. Hast du das Eis? Und dann geht es da schon wieder zu. Ja. Lass es mal schnell. Das ist der Höhepunkt hier. Und ab da müsstest du runter. Du meinst, wie du schaltest? Und so ist Luzerner Hoforgel wieder parat, um am Eröffnungskonzert des Echo-Festivals zu beweisen, dass sie immer noch eine der weltweit vielseitigsten Orgeln ist. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an die Hausherrin und an den Hausherrn hier. Die Hausherrin, das ist die Leutpriesterei-Stiftung. Diese behütet und verwaltet von der römisch-katholischen Kirchgemeinde der Stadt Luzern. Und dort wieder ist für die Bausachen zuständig der Herr Kirchenrat Herbert Mäder. Der Hausherr, das ist der andere Eigentümer hier, also denen gehört die Kirche, nicht etwa der Stadt. Der Hausherr, das ist das Chorherrenstift St. Leodegar, vertreten durch den Herrn Propst Ottmar Frey. Diese beiden geben uns und dem neugeborenen Echowerk, dessen Geburt wir hier feiern, geben die Gastrecht. Orgelfieber, Fieberschub, Schubkraft, Kraftakt. Orgelwahn, Wahnsinn, sinnvoll, Volldampf. Die große Orgel mit dem Echowerk zusammen verfügt gesamthaft über 4 im Raum verteilte Klangquellen. Die 4. Klangquelle ist das neue Echowerk, welches über einen Tonumfang
wie die große Orgel vom tiefen, sanften 32 Fuß Sousaphon bis zum hochliegenden Piccolo 1 Fuß umfasst. Zunächst hören wir einige Klänge der historischen Pfeifenreihen. Jetzt noch auch ein paar gänzlich neue Klänge aus dem Echowerk. Dann im Rückpositiv der Zimbelstern. Im Echowerk die Sennschellen, das sind Klangstäbe, die wie Glocken klingen. Und der an den Alpsegen erinnernde Bettruf. Gut, Musik spielt für mich natürlich eine grosse Rolle, weil die Stadt Luzern eigentlich Musikstadt ist. Und ich habe natürlich auch schon das Orgelgewitter besucht von Wolfgang Sieber. Und ich stelle immer wieder fest, es geht ja nicht nur eigentlich hier innen um Kirchenmusik im ursprünglichen Sinn, wie man es versteht, sondern der Wolfgang Sieber bespielt eigentlich Kirchenmusik zusammen mit Jodlerinnen, mit Guckenmusiken, mit Rappern und anderen mehr. Und ich glaube, diese Stilrichtung, dieser Mix von Möglichkeiten, das ist das, was mir hier heute gefällt. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Also die Musik und die Kirchenmusik ist ein Ort, wie Menschen gut zusammenfinden und gemeinsam ein Projekt leben. Für Kirchen ist das natürlich super, dass viele Junge da sind, weil da kommen sie etwas mit über. Auch wenn sie vielleicht einen weiten Weg sind auf den Emporen oder irgend hinter einem Pfeiler. Aber sie hören etwas von dieser christlichen Botschaft. Und etwas bleibt hängen für ihr Leben. Das finde ich wunderbar. Und wo immer das geht, tun wir ja Kirchenmusik fördern. Der Kirchenmusikverband vom Bistum Basel hat ja das wunderbare Festival Kantars erfunden und sie ist mal durchgeführt und jetzt ist das schon schweizerischer geworden. Sie sehen, wie das ausstrahlt. Das ist doch grossartig. Der Raum wird erweitert und es hat eine Bedeutung, weil wir das ja hören. Unsere Wahrnehmung wird sozusagen noch tiefer geschult, auch noch rechts zu hören und hinten zu hören und vorne zu hören. Und das Werk heisst ja Echowerk, weil es ein bisschen indirekt kommt. Also nicht nur das, was zack, boom, direkt ist, sondern auch das, was ganz fein kommt. Auf das sollte man auch hören. Also der Bereich von der säkularen oder von der kirchlichen Welt oder der Bereich von der verschiedenen Schubladen sind eine Möglichkeit, etwas versuchen zu erfassen. Aber so wie man in der Gesellschaft auch ganz viele verschiedene Schattierungen von Charakteren und von Typen, von Gruppierungen sieht, so sieht man das natürlich auch, wenn man ein Heer von Pfeifen anschaut. Also die sind nicht nur verschieden gross, die sind auch verschieden geformt. Die haben Holz und Metall und die einen sind dünn, die anderen sind dick, dann wieder laut und wieder leislich. Und die verschiedenen Schattierungen oder die verschiedenen Bereiche zusammenzubringen unter eine Idee oder
unter ein Projekt. Das wäre eigentlich der Bereich, wo ich das Gefühl habe, ist schon ganz viel erfolgreich durchgegangen. Also da haben wir schon ganz viel Mal immer wieder zustande gebracht, dass wir die verschiedenen Interessen zusammenbringen können. Glückwünsche von Vertretern der Kirche und der Politik lassen auf eine musikalisch leuchtende Zukunft hoffen. Diese Glückwünsche sind so vielfältig wie die Hoforgeln selber. In den Orgeln wünsche ich gute Organistinnen und Organisten, die sie spielen, und super zufriedene Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin überzeugt, dass der Hoforganist Wolfgang Sieber, wie auch bis jetzt schon, ein sehr umfassendes und reichhaltiges Programm immer wieder präsentiert hat. Mit dem Echowerk neu wird herausgefordert sein. Und ich bin fast überzeugt, er wird noch einen Zacken zulegen und Dimensionen, die die Neuerung ermöglichen, die wird auch mit Sicherheit ausschöpfen. Und darauf freue ich mich persönlich auch sehr. Also in der Hoforgel wünsche ich natürlich grundsätzlich einmal viel und genügend Luft. Das ist ja das, was es am meisten braucht. Und im Wolfgang natürlich weiterhin so eine grosse Passion, dass all die Projekte, die er noch im Kopf hat oder in der Pipeline oder Schublade fertig sind, dass er da weiter mit dieser Leidenschaft dabei sein kann. Der Wolfgang Sieber ist eigentlich von der Stadt Luzern nicht mehr wegzudenken. Und dass immer wieder auch möglich ist, bei bestimmten Gelegenheiten auch geistliche Konzerte anzubieten. Adventskonzert oder Passionskonzert. Da wird die Orgel immer eine grosse Rolle spielen. Nicht nur in der Hofkirche, sondern in jeder Kirche, wo so eine grosse Orgel zur Verfügung ist. Ich wünsche mir eigentlich, dass die Dynamik, die hier herrscht, durch das Orgelspiel, vielfältigen Orgelspiel hier drin, das sehr stark natürlich mit dem Wolfgang Sieber verbunden ist, auf der einen Seite darin noch möglichst lang so gemacht werden, also dass die Qualität erhalten oder jetzt mit dieser Steigerung durch das Echowerk nochmal eine Entwicklung erfahren hat, dass das so weitergeht und man dereinst auch weiter Leute findet, die das Orgelwerk hier innen so behandelt und so nutzt, wie es jetzt der Fall ist.